Ich bin nicht euer Vater, sondern ich bin Mega Mario und ich heiße euch wieder willkommen zu Let's Play Cats 64. Und wir gehen noch einmal in dieses lächerliche Rocket Channel Level, das ich so sehr hasse, und schließen es endlich ab und reiten mit dieser Rakete, die uns im letzten Part schon gezeigt wurde. Denn ich bin nämlich dort gelandet, wo ich eigentlich gar nicht landen wollte im letzten Part. Da müssen wir, glaube ich, hier entlang. Denn hier habe ich mir ja die weiße Fernbedienung geholt. Was ursprünglich gleich geplant war, obwohl weiße Fernbedienungen natürlich immer gut sind für die Bonus-Level. Aber so soll es sein. Dann müssen wir hier entlang. Okay. Ich wünschte nur, diese Plattform würde da mal nach oben kommen und nicht so lahm wie eine Gurke sein. Okay, da war komisch. Oh, gut, dass das noch geklappt hat. Jawohl, ein bisschen aufräumen hier. Ich müsste jetzt nur wieder auf diese Plattform da kommen. Und das ist nicht einfach. Aber wir haben's. So geht's natürlich auch. Aha, Aufzug nach oben, bitte. Genau. Und schnell aufladen. Was? Verkaufen? Was steht da? Kühe kaufen. Also sowas sehe ich nicht gerne. Nö. Kühe kauft man doch nicht. Indem man einfach sie mit dem UFO, mit dem Traktorstrahl entführt. Da ist ja die Rakete. Und ich bitte dich drauf, genau. Hui! Okay, ich komme ein bisschen blöd vor gerade. Oh. Diese Grube erinnert uns doch ein wenig an die von Star Wars. Da gibt es ja auch so eine, wo man da im alten Todesstern durch so eine Grube fliegt und dann so ein Teil zerstört, das den Todesstern zerstört. Und das sieht sogar ein bisschen ähnlich hier. Und ich sollte diesen... Au! Den Strahlen ausweichen. Jetzt lasst mich doch mal! Oh oh. Komm her! Oder ich sollte besser... Au! Oh, gerade noch so. Du gehst auf die Nerven. Du seltsames Teil. Och, das ist nicht dein Ernst, Gexo, oder? Das Laserschwert war doch schon weggesteckt worden. Das gibt's doch nicht. Das fängt ja echt gut an hier. Wieso tust du dir am Laserschwert weh, wenn es doch gar nicht mal angeschaltet war und im Boden gesteckt hat? Kannst du mir das mal erklären? Das wäre so, als würde ich ein Messer bloß berühren und dann sofort meinen Kopf verlieren. Okay, komische Gedanken. Natürlich brauchen die Plattform wieder tagelang. Hau ab! Die Viecher sind nämlich nervig, die saugen dir den Sauerstoff schneller aus. Und das ist wesentlich schlimmer, als hier mein Leben zu verlieren. Ja. Ist so. Ich fände es ein bisschen gruselig, was du das sagst, Gex. Ich will es gar nicht wissen. Blödes Werbeplakat. Wir wollen ja nicht noch Werbung hier machen. Oh. So. Sieh zu, dass du hier wegkommst. Gex, du fliegst gleich runter. Das ist dir schon klar. Und wenn du das tust, dann ist was los hier. Seht euch das mal an, der glitscht da rum. Der glitscht rum. Da geht es in zwei Richtungen. Da lang und da lang. Ich glaube, ich gehe hier entlang. Denn, obwohl, da geht es ja gar nicht weiter. Aber das Gebiet, in dem wir gelandet sind, das sah irgendwie dem Gebiet ähnlich. Mit der einen anderen roten Fernbedienung, die wir im letzten Part gesehen haben. Jetzt lass mich in Ruhe, du Idiot. Lass mich! Das darf doch wohl nicht wahr sein hier. Komm schon, Gex, lad deine Sauerstoff auf.
Ich gehe lieber da lang. Das ist mir jetzt irgendwie lieber. Okay. Oh, wieso ecke ich hier nur immer wieder an? Hau ab. Du gehst auf die Nerven. Du komisches Einrad. Da ist die rote Verbindung. Wir haben den Level abgeschlossen. Yeah. Gut. Ein nerviges Level weniger. Aber es gibt leider noch ein Rocket Channel Level. Das ist noch schlimmer, denn da gibt es drei rote Verbindungen und wieder so eine blöde Sammelmission. Wir haben letzten Part ja so ein Bonus-Level irgendwo freigeschaltet. Aber wo war denn das? Das sah irgendwie so aus, als wäre das in einem neuen Gebiet gewesen. Okay. Und wir haben ja dieses eine Bonus-Level da nicht geschafft, aber das werde ich jetzt nicht machen. Das werde ich vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt machen oder offscreen im schlimmsten Fall. Denn da muss man sich wirklich Zeit nehmen dafür. Und da ist wieder ein Kung-Fu-Theater-Level. Samurai Night Fever. Jawoll. Steuere den großen Kreisel. Oder begib dich über den großen Kreisel. Oder ich weiß nicht, was das heißen soll. Aber das ist die rote Fernbedienung. It's kill time. Ja, du bist ja wahnsinnig, Gex. Wenn du sagst, es ist Zeit, Leute zu töten. Oh, unsere alten Freunde, die Ninjas sind wieder da. Komm her. Nicht in die Richtung, ich hätte die Collectibles gebraucht. Aber wenn man da dagegen haut, öffnet man eine Tür. Sonst kommt man hier nicht weiter. Und so viel ich weiß, kann man noch da in dieses Haus hinein. Das mache ich jetzt ein bisschen auch. Und da sieht der Eingang komischerweise wie ein Schlüsselloch aus. Warum auch immer. Hier drin gibt es natürlich nicht sonderlich viel zu holen. Denn dieser Raum ist ja nur optional. Och, halt die Klappe. Du bist ja noch schlimmer als Lucky Too. Okay. Welchen Weg soll ich nun nehmen? Ach, man kann diese Fahnen runterhauen, aber das bringt leider nichts. Das ist nur just for fun oder so. Oho. Und hier ist natürlich wieder blöd, alle Collectibles zu finden, da man möglicherweise mehrere Wege gehen muss, um an sie ranzukommen. Alles klar. Komm her. Wie ich das liebe. Okay. Jetzt wieder diese komischen Teile da. Und die weiße Fernbedienung ist in diesem Level echt sehr gut versteckt. Das kann ich euch gleich sagen. Ich weiß nur nicht gerade, wo sie ist. Aber die ist wirklich gut versteckt, das kann ich euch gleich sagen. Nur wo? Da muss ich mich mal genau umschauen. Wäre schon schön, wenn ich sie finden würde. Ich möchte sie finden. War das hier vielleicht? Also, das da unten sieht zwar verdächtig aus, aber ich sehe es kaum. Sobald ich dagegen springe, bin ich tot. Jawohl. Ich glaube auch nicht, dass sie da drin ist. Und diesen einen Weg da schalten wir nur frei durch einen anderen Weg. Ich weiß nur nicht, wo der Schalter gerade ist. Ja, du kommst mal her. Hallo. Komm her, du Feigling. Der steckt fest. Musste der jetzt unbedingt feststecken? Komm her. Wenigstens können wir ein bisschen mehr Collectibles holen, genau. Nein. Ach komm, das ist doch lächerlich. Da ist wieder seine hässliche Fratze auf diesen Vasen drauf. Und sie ist wirklich hässlich. Was bewirkt das? Wow. Eine Plattform ist aufgetaucht. Aber die ist verdammt kurz. Das einmal. Was soll das? Oh, gut. Happa.
Ist hier die geheime Plattform? Ja, da ist sie. Seht ihr, wie mies das versteckt ist? Und da ist auch gleich ein Teleporter. Oh, das ist echt mies. Ich finde, das ist das am schwersten versteckte weiße Fernbedienung im ganzen Spiel. Ehrlich jetzt. Oh, hier muss man aufpassen. Hier sollte man geschickt hinüberkrabbeln. Oh, hi Kumpel. Willst du spielen? Komm schon, schleck das fliegende Ding auf. Ich weiß, dass es Flieger heißt. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Bug ausgelöst. Nö. Funktioniert trotzdem noch. Ich hatte Angst, dass ich jetzt dagegen hau und dieses Ding sich nicht mal öffnet. Okay. Huhu. Fahne runterhauen. Das war aber eben noch nicht da. Oder bilde ich mir das ein? Aber da ist doch gerade ein Weg frei geworden. Yeah. Ja, du gehörst mir. Oh ja, die da unten sollte ich natürlich töten. Die bringen ein bisschen Collectibles ein. Och, Gex, habe ich dir erlaubt, dass du den da runterschmeißen darfst? Nein. Du sollst keine Gegner runterschmeißen. Du bist doch kein Anti-Held. Oder doch? Du hast ja schon viele getötet, also bist du ein Anti-Held. Hm. Schnell. Aber ich fürchte, ich habe zu wenig gesammelt. Weil der Gex ja auch unbedingt Leute runterschmeißen muss. Oh. Mist. Okay. Oh, Hallöchen. Wie geht's denn so? Ey, ich hab dir doch nichts getan. Hör auf damit. Hau ab. Vielen Dank. Oh nein. Jetzt. Ja, ich könnte jetzt da drauf springen. Nö. Ach komm. Wenn ich schon so viele Collectibles hab. Ich muss den Level leider beenden. Tut mir leid. Und ich hatte schon so viel gesammelt. Aber vielleicht habe ich ja jetzt mehr Glück. Ja, und diese eine rote Fernbedienung können wir nur holen, wenn wir zwei rote Fernbedienungen geholt haben. Denn ihr habt gesehen, da ist ebenso ein Tor nach oben gegangen. Dass wir jetzt doch diesen Gong ausgelöst haben. Und das andere Tor da vorne geht wohl doch den anderen Weg auf. Okay. Natürlich müssen wir jetzt wieder diesen Gong betätigen. Denn diese eine Tür da ist leider wieder zu. Okay. Dann nochmal. Hallo, mein Freund, ich hasse dich. Du sollst keine Leute runterschmeißen. Machen wir sowas hier, Gex? Machen wir sowas hier? Ich schmeiß doch auch keine Leute runter, wenn sie mir auf die Nerven gehen. Sondern... nee, ich sag dazu lieber nichts. Na dann, gehen wir doch mal da lang, würde ich sagen. Okay. Zerstör die Vasen. Die sind zwar antik, aber wen kümmert's? Alles klar. Aber die Plattform hasse ich in diesem Merkur. Denn wenn ich auf diesen Plattform stehe, gibt es kein Sprunggeräusch mehr von sich. Okay. Es gibt überhaupt kein Geräusch mehr von sich. Ah, doch, jetzt schon. Und ich habe die Plattform verfehlt. Ich Idiot! Komm schon. Rauf! Also, das ist schon ziemlich unfair hier gemacht.
Das Spiel ist zwar schwerer geworden, aber es ist trotzdem schaffbar. Und nicht so schwer wie... Ach egal, das passt nicht hier rein. Extra Leben. Und hoffentlich ohne Störgeräusch jetzt. Wie gesagt, dieses Störgeräusch höre ich hier beim Zocken nicht. Das hört man... hat das irgendeinen Sinn gemacht? Nö. Ich muss ja eigentlich hier lang, nicht auf diese Pagode da drauf. Okay. Den Turm muss ich erklimmen. Dann muss ich jetzt einen Weg nach oben finden. Aber ich würde sagen, ich muss hier über die Schaukel rüber. Hoppla. Oh nein. Och Leute. Könnt ihr mal Gags sagen, er soll nicht Leute runterschmeißen? Ja, mit dem machst du das wenigstens nicht. Aber du... Oh, könntest du da reingehen? Wow, das war knapp. Einmal rauf. Töte ihn! Diese komische Fratze da. Oh. Rüber! Gut. Oh, ich glaube, wir haben schon unser Ziel erreicht. Ja, viel Spaß damit. Gegen den Gong hauen. Und da drin ist noch ein Gong, der öffnet uns die zweite Tür. Jawohl, denn jetzt können wir nämlich bei der dritten Fernbedienung diesen Weg nehmen. Echt gute Idee, auch wenn sie ein bisschen nervig ist. Denn ich würde schon lieber selber entscheiden, mal welche rote Fernbedienung ich mache. Okay. Jetzt noch einmal rein. Mir fehlt mich noch eine rote und eine weiße Fernbedienung. Und das wäre natürlich schön, wenn ich sie bekommen würde, denn... Ich will nicht wieder alles offscreen machen müssen. So wie in dem Circuit Central Level. Na dann los, Gex. Töte den Deppen, genau. Was erwartet uns hinter dieser Tür? No Skateboarding. Ich würde mal sagen, wir sind hier an der chinesischen Mauer gelandet. Hallo! Ich laufe jetzt einfach so auf die Brücke dadurch. Wenn da überhaupt jemand drin ist in diesem Häuschen. Oh oh. Nein. Boah, das ging noch mal gut. Das ist die mit Abstand schwierigste Stelle in dem Level. Hier muss man echt getypt. Oh nein. Boah. Nein. Wie dumm bin ich eigentlich? Rauf. Warum ist das Skateboarden eigentlich verboten? Na gut, das könnte man sowieso nicht so, wie es hier aussieht. Jetzt hat es aber endlich geklappt. Gut, einfach durch die Mitte durchlaufen, das hilft. Komm her. Warum sind die Ninjas eigentlich so dämlich hier? Ninjas sind normalerweise schnell und heimlich. Hallo. Warum bewegt sich die Plattform nicht? Ja, geht doch. Aber eigentlich sind Ninjas still, heimlich und leise und schnell und die tauchen einfach nur so auf, laufen total bekloppt herum und hauen einfach nur einmal kurz mit ihren Messerchen. So sind Ninjas aber normalerweise nicht drauf. Egal. Au! Hau ab! Jawohl. Und natürlich voll auf die Lava drauf. So dass ich die ganzen Gegenstände wieder nicht sammeln kann.
Meine Güte. Nächste Etage. Das nehme ich noch mit, auch wenn das wahrscheinlich jetzt eh keinen Sinn macht. Dann bitte ich dich bitte, darüber zu gehen, ohne zu zögern. Alles klar. Gex, du bist ein Idiot. Du hättest dich da festhalten sollen. Nicht da runterspringen. Bitte, geht doch. Und schnell in die nächste Etage. Nein, 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 nein! Wieso? Das gibt's doch nicht, Mann! Das ist doch nicht dein Ernst, Gex. So, sieh zu, dass du dich beeilst. Es darf doch wohl nicht wahr sein hier. Boah, das hätte schief gehen können. Das hätte schief gehen können. Och Gott, das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin dümmer als die Polizei erlaubt. Nein, Moment mal. Falsch. Gex ist blöd, der hat sich ja nicht festgehalten. Dieser Trottel. Sag mal, was ist denn los mit mir? Es geht eine Menge Zeit verloren. Also beeil dich gefälligst. Hast du gehört? Ja, also. Oh Mann, ich hasse diese Stelle. Komm. Boah, was? Boah. Nicht schlecht. Achtung. Ninja im Anflug. Hau ab. Ich sag dazu mal lieber nichts. Dann erklär mir dieses Gebäude zum weiteren Mal. Und ich würde sagen, die weiße Vermittlung werde ich mir offscreen holen. Das ist ja eh langweilig. Einmal rauf, genau. Einfach mal den Trottel da unten in Ruhe lassen. Ein Herz für Gegner. Oh, oh. Ja, jetzt hast du es wenigstens noch um Haaresbreite darüber geschafft. Nein. Sag mal, wie hoch geht denn das jetzt eigentlich noch? Ich will jetzt endlich mal oben ankommen hier. Komm. Und die Plattform rührt sich natürlich mal wieder nicht. Warum? Die Plattform muss ich... Wieso bewegt sie sich nicht? Hallo? Hallo? Also, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, Leute. Ich weiß echt nicht, wieso sich diese Plattform sich da nicht bewegt. Na also, geht doch. Irgendwie ist das Spiel gerade total verbuggt hier. Du Nast! Wir haben es geschafft. Ja, und der Ninja kann ich angreifen. Ich würde sagen, wir besuchen jetzt noch ein Bonuslevel zu guter Letzt. Dass wir im letzten Part freigeschaltet haben, nur weiß ich gerade nicht, wo er war. Ich glaube, der war hier irgendwo. Oder? Ja, da ist er. Chips and Dips. Ist das wieder so ein Circuit Center Level? Ja. Och nö. Ich hasse diesen Level. Der ist so schrecklich. Nerd. Gläserreparatur? Was? Ich bin kein Nerd, auch wenn ich keine Brille trage. Nerds. Nerds verboten. Sag mal. Was soll denn das?
Info-Superhighway. Computervirus. Freie Klinik. Was steht denn hier für komisches Zeug? Bitte rauf, Gex. Och, komm. Muss ich jetzt echt ernsthaft den ganzen Weg zurücklaufen? Die Zeit ist knapp. Okay, jetzt rauf. Okay. Sind wir jetzt endlich da? Maustreiber gesucht. Ich mag den Level jetzt schon, auch wenn der Zeitdruck hier hoch ist. Nerds am Zocken. Aber ich zock doch gerade. Oh, 1-0 Xing. Xing? Moment mal. Ist das nicht eine Art Jobbörse? Nerdpike. So viel computermäßiges Zeug. Da entlang. Ja, darauf falle ich nicht rein. Da werde ich nicht lang springen. Okay. Oh. Und hier würden wir jetzt von diesen Batterien zugespammt, so viel ich weiß. Denn hier gibt es nämlich mehr, als man braucht. Okay. Klasse. Das schaffen wir locker. Nur... da brauchen wir nicht weitergehen, denn da hinten erscheint ja, soviel ich weiß, nur die Fernbedienung. Sammeln die die Batterien einfach mal so ein. Okay. Das ist übrigens ein Easter Egg, diese Plattform hier, denn es gibt ja so ein Spiel, bei dem man auf solche komischen Plattformen hochspringt, die so in der 3D-Ansicht sind. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber ich habe bestimmt schon mal davon gehört. Ganz schön ruhig hier. Und jetzt beeil dich, Gex. Auch wenn wir jetzt alle Fernbedienungen haben, der Weg könnte immer noch weit sein. Okay. Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg jetzt. Sieht so aus. Oh. Das haben die doch mit Absicht gemacht. Das ist der letzte Weg nochmal so extrem weit ist. Boah, das hat doch gereicht. Ist da jetzt endlich mal das Ziel? Oh oh. Sag mal, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Komm schon, wo ist diese scheiß Fernbedienung? Da! Schnapp's dir! Boah! Gut gemacht! Unsere goldene Fernbedienung. Und damit wäre es das für heute. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen und das erste Video mit euren Freunden teilen. In diesem Sinne, ciao.